Ja, herzlich willkommen zu einer neuen virtuellen Mathematikstunde heute. Heute zu einem wesentlichen Thema der Analysis in der 11. Klasse bei uns in Bayern. Und zwar die Frage, wenn ich jetzt die Nullstellen einer ganz rationalen Funktion, also sowas wie f von x gleich x hoch 3 plus x Quadrat minus 5x plus 6, nicht bestimmen kann analytisch, weil ich keine Nullstelle erraten kann, dann kann ich bisher die Nullstellen nur grafisch ermitteln. Aber ich habe kein Verfahren, wie ich die bestimmen kann. Das heißt, ich kann die nur auf gut Glück einzeichnen. Und das ändern wir heute, nämlich mit dem sogenannten, man sieht es schon, Newton-Verfahren. Ja? Also, wie gesagt, ein schlauer Mathematiker und Physiker, nämlich der Isaac Newton, hat sich da Gedanken gemacht und wir folgen jetzt sozusagen auf den Spuren von Isaac Newton. Gut, wir machen ein einfaches Beispiel. Wir haben also eine Funktion dritten Grades, die hier genannt ist. Das ist die Funktion x hoch 3 minus 5x Quadrat plus 8x minus 5 gleich 0. Und wir wollen jetzt die Nullstellen dieser Funktion bestimmen. So, weil ich das jetzt leider eben, wie gesagt, nicht analytisch durchführen kann, begnüge ich mich jetzt erstmal mit einer Zeichnung. Ich habe also GeoGebra oder einen anderen Funktionsplotter genommen und habe mir den Graphen zeichnen lassen und sehe, zwischen 2,5 und 3 liegt die Nullstelle. Ja, wie gesagt, wenn ich schaue, dann liegt die da genau in der Mitte drin. Also wäre die grafische Schätzung, dass die Nullstelle bei 2,75 liegt. So. Und jetzt wird es ein bisschen theoretisch, nämlich jetzt leiten wir das Newton-Verfahren her. Und was hat der Newton gemacht? Er hat gesagt, naja gut, wenn ich mir jetzt den Graphen hier anschaue, ja, dann sehe ich ja, dass der hier eigentlich relativ gerade verläuft. Ja. Und wenn ich jetzt an eine Gerade und Graphen denke, komme ich unweigerlich auf die Tangente. Und jetzt kann ich zum Beispiel eine Startstelle wählen, ja, zum Beispiel 2,5. Und kann dann an dieser Stelle die Tangente durch den Punkt bestimmen. Und das mache ich jetzt allgemein. Ja, ich weiß ja, die Tangente ist y ist gleich m mal x plus t. M bei der Tangente ist ja immer die Ableitung an der Stelle, also in diesem Fall f' von x0. Und jetzt kann ich praktisch noch wissen, dass der Punkt P, x0 und f von x0, der liegt ja sowohl auf dem Graphen wie eben dann auch auf der Tangente. Und deswegen folgt daraus, dass f von x0 gleich f' von x0 mal x0 plus t ist. Und jetzt kann ich nach t auflösen, dann ergibt sich für t dieser Term, der hier praktisch angezeigt wird. Und jetzt kann ich praktisch meine Gleichung y gleich m mal x plus t bestimmen, indem ich praktisch für m das f' von x0 einsetze und für t diesen Term. Dann ergibt sich für die Tangente dieser Ausdruck hier, nämlich f' von x0 mal x plus f von x0 minus f' von x0 mal x0. So, und jetzt kann ich hier schon sehen, dass die Tangente, ja, die schneidet ja auch die x-Achse, das heißt, ich kann die Nullstelle von der Tangente ausrechnen, dann kriege ich praktisch einen Punkt, der jetzt schon mal wesentlich näher an der Nullstelle liegt als der Startwert von 2,5. Und diese Nullstelle rechne ich aus, indem ich praktisch dann das y gleich 0 setze und jetzt halt nach x auflöse, und weil das jetzt dann praktisch die erste Näherung ist, habe ich diesen x-Wert jetzt x1 getauft. So, und jetzt lösen wir auf, das heißt, wir machen das, was wir seit der 7. Klasse immer machen, das minus f' x0, x0 kommt mit plus rüber und das plus f von x0 kommt mit minus rüber, so dass sich dieser Term ergibt. Und jetzt muss ich eigentlich nur noch, um x1 zu erhalten, die ganze Soße durch f' von x0 teilen. Das heißt, ich muss das erste durch f' von x0 teilen und das zweite. Beim ersten fliegt es einfach raus, weil da habe ich es dann im Zähler und im Nenner. Und beim zweiten ergibt sich dann der Bruch, sodass da steht, x1 ist gleich x0 minus f von x0 durch f' von x0.
So, und jetzt kann ich praktisch wieder das machen, was ich vorher gemacht habe. Ich wähle jetzt x1 als Startpunkt und durchlaufe diese Schritte 1 bis 3 nochmal. Und wenn ich das grafisch mache, dann würde ich dann praktisch hier die Tangente wieder kriegen und ich sehe schon, die Nullstelle liegt jetzt selbst im zweiten Schritt schon sehr, sehr nahe an der Nullstelle des Graphen. Also kann ich sagen, je öfter ich dieses Verfahren durchführe, desto näher liegt die Nullstelle der Tangente an der Nullstelle, die ich haben will, nämlich an der Nullstelle von dem Graphen. Genau. So, und jetzt war das etwas theorielastig, weil ich musste jetzt diese Newton-Formel, die jetzt hier eigentlich dasteht, die habe ich jetzt sozusagen hergeleitet. Im allgemeinen Fall taufe ich jetzt x1 als xn. Und ich sehe, dass das hier um 1 niedriger ist, also ist das dann n minus 1. Also kriege ich praktisch f von xn minus 1 minus diesen Bruch. So, und jetzt kann ich das von Hand ausrechnen. Ja, und zwar kann ich als erstes mal die Ableitung, die brauche ich ja dazu, die rechne ich aus, über, wie wir es immer machen, mit der Potenzregel. Dann kriege ich raus 3x Quadrat minus 10x plus 8. Und jetzt kann ich praktisch f' von 2,5 und f von 2,5 ausrechnen. Also ich rechne das an der Startstelle aus. Dann kriege ich für f 2 von 2,5 0,625 und f' von 2,5 kriege ich 1,75. Und das kann ich jetzt in die Newton-Formel einsetzen, ja, und kann es mit dem Taschenrechner ausrechnen. Dann kommt da 2,875 raus. Und jetzt setze ich das halt wieder in den Taschenrechner ein. Dann kriege ich jetzt für f von 2,857 0,3639 raus und für f' von 2,857 kriege ich 3,9173 raus. Wir erraten wieder, was kommt. Alles in die Newton-Formel eingesetzt und ich kriege 2,641. So hat eine Spieluhr auch was Gutes für sich. Okay, also, das wäre also jetzt dann x2. Und so kann ich jetzt weitermachen. Ich kann jetzt den Wert für x2 nehmen und wieder den gleichen Schritt machen und ich komme damit immer näher an die Nullstelle heran. Natürlich ist es mit der Hand mühselig. In Zeiten des Computers kann man natürlich die zweite Methode machen. Wir digitalisieren die Rechnung. Gut, jetzt gibt es da mehrere Möglichkeiten. Man kann es mit der Tabellenkalkulation machen. Das ist nicht aufwendig, das hat man schnell. Oder aber, natürlich etwas famoser, man kann sowas natürlich auch in einer Programmiersprache programmieren. Gut, ich habe es da eher was Historisches ausgesucht, nämlich ich habe mir die Sprache Basic ausgesucht auf einem C64 Emulator, also der Computer, mit dem ich groß geworden bin. Und jetzt schauen wir uns das einfach mal an. Geht also jetzt los. So, also Programm startet. So, jetzt muss ich für A, B und C und D die Werte eingeben, die ich also für meine Funktion habe. Also 1, minus 5, 8 und minus 5. Dann gebe ich den Startwert 2,5 ein und die Genauigkeit, die ich haben will, die nehme ich auf 0,0001. So, und jetzt starte ich das Programm. Und jetzt rechnet der mir diese Werte aus, und zwar so lang, bis praktisch der Funktionswert höchstens noch 0,0000001 beträgt, also schon relativ nahe ist, und damit kriege ich diesen Wert raus. Und jetzt können wir uns das Programm mal anschauen. Dazu halte ich jetzt hier mal kurz an, dass ich das erkläre. Ja, das war jetzt falsch. So, also wir können uns hier das mal anschauen. Also wie gesagt, hier oben, das sind jetzt die Bildschirmoptionen. Ich mache also den Bildschirm mit der ersten Zeile leer. Dann kommt die Überschrift, die ich mir ausgedacht habe und jetzt kommen die Eingaben. Also ich gebe jetzt die vier Werte ein, ich gebe den Startwert ein und die Genauigkeit E.
So, dann im nächsten Schritt gebe ich Definitionen an. Und zwar, ich muss die Funktion f definieren. Die muss ich hier jetzt aber fnf nennen. Das ist also jetzt allgemein eine ganz rationale Funktion dritten Grades. Und als zweites definiere ich deren Ableitung, indem ich einfach die Ableitungsregeln anwende. Gut, dann der nächste wichtige Schritt ist, ich gebe jetzt die Rechnung ein. Dazu sage ich, gut, für den ersten Durchlauf ist der Wert x gleich s. Und diesen Wert s habe ich hier oben ja den Computer eingegeben, also sozusagen ihn gefüttert damit. Und dann kann ich jetzt hier die Newton-Formel hinschreiben. Die ist jetzt natürlich in der Programmiersprache ein bisschen anders, als sie oben dargestellt ist. Aber es ist genau diese Formel. Ich nehme also den Startwert minus Funktionswert von dem Startwert geteilt durch Ableitung von dem Startwert und lasse mir das ausrechnen. Gut, wenn ich das habe, dann kommen wir zum zweiten Teil des Programmes. So, jetzt sind wir da und wie gesagt, weiter geht's jetzt. Wenn ich die Definition und die Rechnung geschrieben habe, dann lasse ich mir dieses y, das ich hier ausrechne, das lasse ich mir jeweils ausgeben. Ja? Deswegen steht hier print y. So, es geht dann weiter. Jetzt muss ich praktisch das programmieren, dass ich diese Rechnung nicht nur einmal, sondern in einer Schleife durchlaufe und zwar so lang, bis es eben so weit ist, dass die Genauigkeit größer ist oder maximal gleich wie der Funktionswert. Also schreibe ich das, mache ich mit einer If-Then-Bedingung. Also im ersten Fall, wenn der Funktionswert größer als die Genauigkeit ist, dann gehe ich zur Zeile 40. Die sagt mir dann aus, das S ist jetzt mein Y und ich gehe zurück auf die Seite 25, setze jetzt für x also Y ein und lasse das hier wieder durchlaufen. Ja, das mache ich dann so lange, bis ich die zweite Bedingung hier erfülle, die in Zeile 32 steht. If fnf von y kleiner gleich die Genauigkeit e, dann 50 und dann geben wir praktisch die finale Ausgabe ein, dann schreiben wir Näherung der Nullstelle x0 und geben dann diesen Wert ein. Und das können wir jetzt uns nochmal jetzt in Ruhe anschauen, so wie wir es vorher auch getan haben. Dazu muss ich nur den Film wieder dahin bringen, wo ich hin muss. So. So, jetzt kann ich meinen anderen Startwert eingeben mit 2,4 und die Genauigkeit kann ich noch ein bisschen größer machen. Und wir sehen, in sehr kurzer Zeit liefert der Computer mir die Werte. Ja, und das war's für heute. Ich hoffe, es war einigermaßen informativ. Es hat mich sehr gefreut, dass ihr bei mir heute dabei wart. Dann schauen wir mal, was wir in der nächsten virtuellen Stunde machen. Bis dahin wünsche ich euch alles Gute, macht es gut, eine gute Zeit und ich freue mich, wenn wir uns das nächste Mal im Kanal hier wiedersehen. Bis dahin, Servus.